So, ich habe hier noch einen anderen Bericht. Pokémon-Fieber. Ich war kein Pokémon-Sammler. Vielleicht war der ein oder andere von euch hier früher voll im Pokémon-Hype. Darf er gerne im Chat reinschreiben. Ich war nie in diesem Pokémon-Hype. Ich habe meine Karten immer von meinem Kollegen gekriegt, weil die Doppelten hat immer gesagt, hier kannst du haben, kannst du mit uns mitspielen und so weiter. Ich war aber nie in diesem Pokémon-Fieber. Ich bin auch ein Sammler, aber Pokémon habe ich jetzt wirklich nie gesammelt. Deswegen, es verbindet mich jetzt nichts mit Pokémon. Ich habe die Serie ab und zu mal geschaut. Die Karten waren schon cool, wenn man dann so eine glänzige hatte, so eine Holo-Card und so. Aber es war nicht meine Welt. Aber ich schaue es mir gerne an, weil auch hier wahrscheinlich wieder ein bisschen Nostalgie drin sein wird, ja. Weil die Karten kenne ich natürlich auch, weil auf dem Pausenplatz haben natürlich alle damit gespielt. Jeder ist ja manchmal brutal. Ich liebe Pokémon. Marshock, Slimer, Shiggy. Steht ja fast auf jeder Packungsbeilage von Pokémon. Schnapp sie hier alle. Hat er recht? Hat er recht? Du, ey. Auf der Packung steht, schnapp sie dir alle. Also musst du auch alle sammeln. Hat er vollkommen recht? Du warst nicht im Pokémon-Fieber. Es tut mir leid, Dave. Es tut mir leid. Aber hey, ich habe ein Video zu Pokémon rausgebracht heute, Dave. Ja, ich habe Pokémon-Sammler darüber informiert, dass man ab heute im McDrive Pokémon-Karten holen kann. Happy Meal. Falls einer von euch geht, kauft mir auch ein Paket und schickt es mir bitte in die Schweiz. Ich will einfach nur so ein Ding haben, als Erinnerung, dass es mal sowas gab, ja. Pass nie auf. Das Kämpfen. Und dich haben sie auch schon geschnappt. Die haben mich geschnappt. Ab heute, Wuli. Aber nur in Deutschland. Bin ich jetzt gespannt. Schaut euch mal, wie viele Karten da sind und wie die. Vorhin gab es ja so eine kurze Szene, wie die gedruckt werden. Holy shit, hättest du da einfach mal so eine ganze Hand rausgenommen, ja? Einfach so die Hand reingehalten, ein paar Karten rausgeholt. Brauchst du noch? Ja, den brauchst du auf jeden Fall. Morgens um 8. Der 6-jährige Aki packt seine Schulsachen. Da muss seine Mutter ganz genau aufpassen. Ja, das reicht dann auch, oder? Nein. Wir wollen doch noch die Karten. Wir wollen. Ja, aber nicht alle, Aki. Guck mal. Da muss ich wohl diese hier weg. Das war aber auch witzig. Ich habe noch nie, ich habe noch die Pokémon-Musik-CD, die ich damals von einem Schulkollegen ausgeliehen habe. Ein Kollege von mir hat noch meine ganze Dragon Ball GT-Sammlung, Videosammlung irgendwo stehen. Das war aber früher auch so, nicht nur bei den Kärtchen. Wir haben auch teilweise andere Sachen gesammelt. In Portugal gab es diese Tapes und so Zeugs. Und wenn man mega viele hatte, wollte man immer alle mitnehmen, ja, um allen zu zeigen, hey, schau mal, ich habe so viele. Jedes Mal, ja, nimm nicht alle mit und nimm nur ein paar mit, die wichtigsten. Man durfte nie alle mitnehmen. Die wollten nie, dass man alles mitnimmt. Im Nachhinein verstehe ich das. Stell dir vor, du hättest alle verloren, ja. Dann hättest du wahrscheinlich 3 Wochen geheult. Die Eltern hätten wieder alles kaufen müssen. Und ich fand es jetzt gerade witziger, dass sie halt sagt, ja, aber nicht alle, ja. Ich glaube, das hat jeder Elternteil auch schon mal zu uns gesagt, ja, hey, nimm nicht alle Spiele mit oder nimm nicht alle Kärtchen mit oder keine Ahnung was, ja. Aber das ist immer noch zu viel, guck mal. Ja, aber ich kann nicht diese ganzen Pokémon hier wegnehmen. Die Pokémon sind wichtig. Ja. Komm, dann gucken wir jetzt mal eben. So, das sind so alles Pokémon, ne? Ey, sogar die Hefte und alles haben die, so geil. Und dieser Rucksack. Sayuki, du hast ja Kinder. Sind die heutigen Rucksäcke immer noch so? Diese harten, 4 fast rechteckigen Dinger da? Beeilung, Beeilung. Beeilung, Beeilung. Ah, ich liebe so alte Sachen. Ich liebe so alte Videos. Am Montagmorgen dürfen die Kinder aus Akis Vorschulklasse ihr Spielzeug mitbringen. Dazu gehört natürlich auch der Gameboy. Wieso machst du denn? Ah, was, Sayuki? Versuche ich ja. Ja, guck mal, meine Rosana, Todeskurs. Weißt du, heutzutage meckern sie alle, ja, Kinder mit Smartphones in der Schule. Schau dir diese Bilder an.
Wie alt sind die? 6, 7 oder so? Und die haben alle so ein Gameboy und sind hier in der Schule, ja. So habe ich das nicht in Erinnerung. Also wir waren ja natürlich schon ein bisschen älter. Und die haben einfach alle ihren Gameboy mitgenommen und spielen zusammen Pokémon. Ich glaube, die Lehrer haben damals wahrscheinlich noch gar nicht gewusst, was das ist. So, was ist das für ein Hexenwerk da? Todeskuss hat es. Aber da kannst du leider nur mit Pokéflöte aufwecken. Aha! Pokéflöte. Nein, geh zurück. Geh zurück! Hey, einer der ersten Livestreamer, schau, der spielt und die anderen schauen alle zu. Die Welt von Aki und seinen Freunden hat sich in den Gameboy verlagert. Dort ging es los mit Pokémon. Das Männchen ist Akis Stellvertreter, hintendran läuft sein Lieblingsmonster Pikachu. Beim Streifzug durch die virtuelle Gameboy-Welt begegnen ihm andere Monster. Insgesamt über 150. Er kann sie fangen, tauschen, trainieren oder, und das ist meistens der Fall, gegen sie kämpfen. Man schlägt also auf unschuldige Tiere ein? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja fast so wild wie bei GTA hier. Innerhalb eines Jahres hat Pokémon die deutschen Schulhöfe und Kinderzimmer erobert. Die Hersteller haben bereits über 2 Millionen Gameboy-Spiele verkauft und der Absatz ist immer noch so stark, als sei morgen Weihnachten. Mehr als 10 Milliarden Mark Taschengeld haben Kinder auf der ganzen Welt bisher für Pokémon. 10 Milliarden Mark Taschengeld, holy shit, ey. Ja, Wulibert, das war wirklich eine schöne Zeit. Deswegen sage ich auch ab und zu, ich habe einfach Bock, an einem Wochenende Trainerhose anzuziehen, irgendwie 2, 3 Freunde einzuladen und irgendwelche Retro-Spiele zu spielen. So ein bisschen Pizza. Aber dafür müsste halt wirklich jeder sein Smartphone weglegen, ja? Weil das ist so nervig. Ich merke das halt jedes Mal, wenn man Besuch hat oder so und einen Film schaut. Es wird immer aufs Smartphone geschaut. Ich verstehe es, wenn man ab und zu in der Pause kurz weggeht und aufs Smartphone schaut. Aber ich hasse es zum Beispiel, wenn ich einen Film schaue oder ins Kino gehe und man muss dann am Handy sein. Und deswegen müsste man eigentlich so ein Wochenende machen, Smartphone weglegen, nur wenn man aufs Klo geht oder so, kurz aufs Smartphone schauen, aber ansonsten kein Smartphone. Smartphone-Verbot. Ausgegeben. Gameboy-Link-Kabel, das kenne ich sogar noch. Der Vorteil der Monster ist, dass es so viele verschiedene Sorten und Charaktere gibt. Aber wäre doch was, oder? Liebe, böse, giftige, kuschelige oder stachelige Monster. Für jeden Geschmack eins. Vor 5 Jahren begann der Boom in Japan und kam über Amerika auch zu uns. Sayuki, nur wenn man so einen Abend macht, jetzt darfst du gerne zuschauen. Aber wenn man so einen Abend machen würde, müsste man wirklich sein Smartphone weglegen. Einfach für dieses Feeling, ja? Der Erfinder Tashiri Sato, erzählt uns sein langjähriger Partner, hat als kleiner Junge viel im Wald mit Käfern und Insekten gespielt und zur gleichen Zeit waren Monster und andere Horrorfiguren groß in Mode. Die Pokémon sind sozusagen eine Mischung aus der Tier- und der Monsterwelt. Kinder lieben Pokémon, weil es so viele verschiedene Elemente hat. Es ist einerseits eine Traumwelt, aber nehmen sie das Tauschen, da wird es dann wieder ganz real. Auf dem Schulhof werden aus Kindern Händler. Aki und seine Freunde feilschen erbarmungslos. Voll die Dealer, ey! Er ist voll der Profi. Ey, welches ist besser? Er kommt einfach so wie so ein Babbo. Der hier, fertig. Er hat gesagt, sein Wort ist Gesetz. Seine Auswahl, das was er sagt, ist so, ja. Er ist einfach so der Obermacker mit seiner Jeansjacke. Mit Älteren tauschen sie nicht mehr. Die Großen haben ihn. Der redet nicht mal. Der zeigt einfach nur so drauf. Hier, das. Nee, das sagt er eben nicht, aber er zeigt einfach so drauf. Auf die wertvollen Karten abgeluchst. Manche wurden sogar beklaut. Wer dann beim Lehrer petzt, kriegt schnell mal Prügel. Togepi ist stärker als Mewtwo. Das sag ich gar nicht. Er ist doch stärker. Er sagt, es ist stärker als Mewtwo. Oh, direkt Prügelei. Oh Mann, er hat die Jacke an, nicht die Hosen. Ja, beides. Hab ich Aber schaut euch mal die Gestik an, Leute. Hab ich auch, ich auch. Und dann dieses Wegdrehen, bitte. Dieses Movement. Das sind Kids, die...
Ich weiß schon, wieso, dass ich das Ganze so rübergezogen hat zu heutzutage. So voll der Move, schaut mal. Habe ich und dann dreht er sich so weg, habe ich auch. Hab ich. Schaut euch mal diesen Babu-Move jetzt, wartet, jetzt. Ich habe alle. Ich auch. Ich auch. Und weg. Ponya ist noch ganz neu im Pokémon-Spiel. Oh Mann. Also, ich finde sie eigentlich nicht so gut, aber Aki hat mir die halt geschenkt. War bei mir auch so. Ich fand die auch nicht so gut, aber ich habe die auch geschenkt gekriegt. Und was machst du mit denen? Weiß ich eigentlich auch nicht. Also, die zeige ich manchmal meiner Mama. Und ja. Zum Beispiel Quapuzzi entwickelt sich zu Quapuzzi. Das hier? Mit dem Wasserstein. Oder Vulcano durch einen Feuerstein zu Arcani oder Pikachu zu Raichu durch einen Donnerstein. Und hey, der Reporter, der das aufgenommen hat, der dachte sich auch so, was labert der da? Ich meine, ich kenne mich auch bei Pokémon so ein bisschen aus und ich denke mir jetzt schon, was zum Teufel sagen die da? Durch den Mondstein. Der 9-jährige Pablo unterrichtet seine Lehrerin in Evolutionslehre für Pokémon. Geheimwissen nur für Fans. Und Nidorina zu Nidoqueen. Die Lehrerin da. Sachen so gut wie die Pokémon. Also manchmal. Na, ich würde sagen, da wurde dich interessiert. Ja. Da warst du doch gut bestanden. Ja, ja. Und es gibt aber auch Pokémon, die sich durch Tausch entwickeln und welche, die sich durch Level entwickeln. Aber ich würde jetzt nicht mein Simsala im Level 68 gegen ein Kadaver. Wer kein Experte ist, bleibt draußen. 54 tauschen. Holy shit, schon nur was da jetzt gerade rumliegt, was das heutzutage für einen Wert hätte. Gut, ist nicht mehr original verpackt, aber ich glaube, dieses Pokémon Blau geht, glaube ich, in einem sehr, sehr guten Zustand, glaube ich, um die 50.000 geht das weg. 50.000, 60.000. Holy shit, ja, Wahnsinn. Also es ist manchmal einfach schwierig, wenn sie dann auch sagen, komm, hilf mir mal, der hat mir da ein Pokémon geklaut, weil es oft Konflikte sind. Überhaupt nicht, Kugli. Die durchblickt man in dem Moment überhaupt nicht. Und ich finde es dann auch besser, wenn die Kinder das untereinander lösen, als wenn ich mich da von außen einmische. Ja. Die schlimmen aus. Ah, das wusste ich, das haben wir aber auch gemacht. Wie gesagt, das ist witzig, in der Schweiz haben wir das genau auch so gemacht. Mit, du darfst dann die Karte behalten und so Zeugs, ja? Da gab es immer diese Abzocker. Ich habe da auch ab und zu mitgespielt, aber mir war es egal, weil ich eben kein Pokémon-Fan war. Oh Mann, so lustig. Und dann gab es ja auch noch dieses Karten auf den Tisch legen und so draufklatschen und dann, ob sich die Karte dreht und so Zeugs. Gab es ja auch noch. Obwohl die Spiele nicht hatte, einfach zum Story durchblättern. Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, Dave. Ich habe teilweise auch, ich habe immer einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen so Büchlein gekauft, so Tipps und Tricks Büchlein oder das Mickey Mouse Heft. Aber am Anfang Mickey Mouse Heft, danach eben so Tipps und Tricks Sachen. Und das PlayStation Magazin kam einmal im Monat raus. Und um diese Zeit zu überbrücken, habe ich mir teilweise auch einfach irgendwelche Bücher gekauft von Videospielen, um einfach so ein bisschen die Story vom Spiel und so mitzukriegen. Ich kann es absolut nachvollziehen. Was ist das für eine? Ein Glurak. Glurak, der ist gefälscht. Mein Freund, der hat doch welche. Der ist gefälscht? Schon damals, aber das stimmt, weil bei uns in der Schule gab es einen, also im Schul, nicht bei uns in der Klasse, sondern in der Schule, gab es einen mit so einem shiny Dingsbums Glurak. Und da kam auch schon einer so, ja, nee, siehst du hier, die Kanten unten und bla bla bla, das ist gefälscht. Und ich frage mich halt, wo die das damals schon her hatten. Machst manchmal Poster. Und wer fälscht die? Alle eigentlich. Wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt so ein Heft haben, wo kleine Bilder drin sind, gehen sie zum Kopierladen, machen eine Farbkopie, 3 Mark und dann können sie die farbig machen und dann schneiden die aus und kleben die da drauf. Also die wir damals hatten, sah nicht so billig aus, wie er es gerade erklärt. Das sind Karten, die sind nicht editiert, die verlieren ihren Wert. Und ja, wenn so ein Zeichen drauf ist, dann heißt es ein editiert. Und dann, wenn der editiert wäre, dann wäre der 120 Mark. Schaut euch mal diese Produktionsstätte an. Holy shit. Ist so etwas wie die Lizenz zum Gelddrucken. Ich sehe da Geld. Carta Mundi in Belgien gehört zu einer von 4 Fabriken auf der ganzen Welt, in der es die Möglichkeit gibt, Pokémon-Karten in der richtigen Mischung. Jetzt stellt euch vor, diese Firma
oder diese Fabrik, die damals Pokémon-Karten gedruckt hat, die hat wahrscheinlich noch diese ganzen Originalprints und so, haben die wahrscheinlich noch verfügbar. Jetzt stellt euch vor, diese Fabrik macht einfach für sich so ein paar Prints, ja, unbewusst. Also nicht unbewusst, bewusst, aber halt nicht öffentlich. Weil du kannst mir nicht sagen, dass die da alles weggeworfen haben oder dass sie das nicht mehr einstellen können, diese Maschinen. Und jetzt stell dir vor, die printen das einfach für sich und verkaufen das auf dem Schwarzmarkt. Holy shit. Zu produzieren. Denn die Mischung ist entscheidend. Von manchen Karten gibt unbewusst, es viele, bewusst, ja, ich von manchen weiß. Nur ein paar. 11 Karten kommen in ein sogenanntes Booster Pack. Nur eine Karte ist eine wertvolle Glitzerkarte. Und weil die so selten sind, sind sie beim Tauschen viel wert. Viele Kinder kaufen vor allem deshalb immer neue Tütchen zum Preis von immerhin 7 Mark für nur 11 Spielkarten. 7 Mark? Aber 7 Mark für 11 Spielkarten ist mega teuer. Also für damals ist das mega viel. Im Gitter liegt der Kartenhimmel. Hier werden alle Editionen der seltenen Glitzerkarten aufbewahrt. Oh, ich stell dir vor, die finden heutzutage eine Kiste davon. Denn die Karten hier sind. Oh, hier im Lager steht noch was. Allein so ein kleines Paket mit 750 Mewtwo-Monstern würde bei Pokémon-Fans leicht einen Preis von 50.000 Mark erzielen. Die hat einfach, habt ihr das gesehen, eine fucking Kassette nur mit diesen Karten drin. Da sind nur Mewtwos drin, holy shit. Und das hier ist die Kartenhölle. Alle Karten, die fehlerhaft sortiert wurden oder bei denen die Kartentütchen nicht richtig klebten, kommen in den Schredder. Dabei hätten die Vertreiber sicher keine Schwierigkeiten, solche Karten abzusetzen. Herrscht doch weltweit großer Mangel. Ich bin kein Pokémon-Fan, aber das tut selbst mir weh. Das tut sogar mir gerade im Herzen weh, ohne Witz. Und ich bin kein Pokémon-Fan. Das erinnert mich gerade an eine Tragödie, die vor kurzem passiert ist, das mich persönlich sehr getroffen hat. Ich will es nochmal sagen. Der verfluchte Zoll, ja? Arschlöcher. Wir haben im Augenblick dieses Jahr über 170 Millionen Karten verkauft. Wir haben ungefähr das gleiche im Auftragsrückstand und wir erwarten insgesamt etwa das 3- bis 4-fache dieses Jahr. Ja, und wir konnten natürlich zwischendurch nicht liefern. Nicht nur. Das war halt echt so. Einer hat einen Gameboy gehabt und alle drumherum, ja. Weil das Ding war, es haben nicht alle gleichzeitig gespielt. Du musstest halt auch wegen dem Akku schauen, ja. Dann hat er jetzt irgendwie mega lang gespielt, dann plötzlich der andere. Das ist alles unbewusst passiert irgendwie. Weil ich weiß noch, der Kollege von mir eben spielt Gameboy, Wario Land. Dann, oh, Akku fertig. Was bist du am Zocken? Ja, der andere spielt hier Super Mario oder keine Ahnung was. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Zoll soll dir neu erstatten, kannst du es nicht anzeigen. Ich habe jetzt UPS mal angeschrieben, mal schauen, was die dazu sagen mit diesem Produkt. Mit den Karten, auch mit dem Gameboy wird auf dem Hof gespielt. Sehen wir, Stredi, sehen wir. Wenn Adi am Nachmittag mit seinen Freunden draußen ist, dann haben die Mütter meist genügend Zeit füreinander. Schließlich sind die Kinder beschäftigt. Ey, Schatz, ich gehe mit dem Kleinen spazieren. Ja, alle am Gameboy. Der andere in der Russenhocke da hinten, schau mal im Hintergrund, Russenhocke. Arbok. Guck mal, hier steht Arbok. Okay. Was machten ihr da gerade? Da wollten wir tauschen, aber irgendwas machen wir da falsch. Aki versucht, den elektronischen Tausch zu organisieren. Über das Linkkabel können die Pokémon von einem Gameboy in den anderen wandern. Ich habe eher das Gefühl, seitdem er diesen Gameboy hat, dieses Gameboy-Spiel, sprich Pokémon, dass es doch so ist, dass ihn das sehr aufpowert. Und er da innerlich teilweise nicht zur Ruhe kommt und nicht abschalten. Das ist halt bei Kindern echt das Problem. Das hört sich jetzt doof an, was sie sagt, aber das ist bei den Kindern wirklich so. Jeder, der Kinder hat, wird das bestätigen. Die Kiddies sind irgendwann so heftig gehypt, du kannst die fast nicht mehr runterfahren. Ja? Die sind dann in so einem Hype-Level drin und sind auch die ganze Zeit nervös und können irgendwie nicht mehr denken und dies und das. Das ist mega krass, also da hat sie vollkommen recht. Ist schon mega heftig, will nicht wissen, wie viel Money da geschreddert wurde. Ja, Millionen. Mindestens Millionen. Mehrere. Also er kriegt kein Gameboy zum Beispiel. Es ist so, dass er total gerne bei den anderen Jungen mitspielen würde. Die lassen ihn nicht. Das muss ich aushalten, dass er nicht darf. Dass wir jeden Nachmittag die Diskussion haben,
ich kaufe keinen, es gibt keinen. Nein, Felix, das ist Tagesgespräch. Ist aber schon krass irgendwie, ja. Du bist so der Einzige ohne Gameboy gewesen. Aber wenn die Eltern das nicht wollen, ist es einfach so, ja. Vielleicht haben die auch kein Geld, um sowas zu kaufen. Aber ich verstehe den Kleinen schon, ja. Jeder spielt Gameboy, nur du nicht. Und da musst du halt immer beim Kumpel nachfragen. Der will aber selbst auch spielen. Ich hatte auch einen Kollegen, der ist immer zu mir gekommen. Der hat immer bei mir zu Hause PlayStation gespielt. Weil er eben, die hatten zu Hause auch keinen Fernseher und nichts. Und der ist immer zu mir gekommen. Immer nachmittags nach der Schule kurz im GTA 2 gespielt auf der PS1. Seit Wochen, das gibt's nicht. Als ich gemerkt habe, jetzt will er immer mehr und ich begrenze ihn, da habe ich ihn wirklich machen lassen. Ja, wenn sie sozusagen, und da hat er den ganzen Jahr volltrunken, genau. Ja. Völlig besoffen von diesem Gameboy. Und dann hatte er auch am nächsten Tag einen Kater, der mochte den ganzen Tag nicht mehr Gameboy spielen. Das war Gameboy weg. Und das Wer kennt's nicht, den Game-Kater, ja? So lange zocken, dass man einen Kater hat am nächsten Tag. So geil. Kann sich aber wirklich so anfühlen, wenn man extrem übertreibt mit Zocken. Ich habe auch, was war das vor 2-3 Jahren, ist ein Spiel rausgekommen. Und ich habe das so viel gespielt, dass ich nach ein paar Tagen hat es mir wirklich gedreht, ja. Passierte dann nicht. Es ist einfach bei den Kindern oft so, dass die sich aber auch bei anderen Sachen, ne, dass die sich unglaublich auf so irgendeine kleine Geschichte konzentrieren, ne, und sich da reinsteigern können. Das sind jetzt die Tränen. Das ist jetzt live. Das ist eben nicht gestellt. Roy. Das ist jetzt, weil er kein Gameboy hat. So sitzen wir jeden Nachmittag eine halbe Stunde mindestens. Das ist heutzutage wird der Kleine einen Streaming-Kanal aufmachen und Donogol reindonnern. Donogol Gameboy. Da ist meine Wut. Hältst du durch? Das halte ich durch. Verstehst du, warum du keinen Gameboy kriegst? Nein. Ich würde ganz ehrlich, ich verstehe den Kleinen. Ich würde es auch nicht verstehen. Ich verstehe die Mutter, aber ich verstehe auch den Kleinen. Ich würde es auch nicht verstehen. Wieso kriege ich keinen? Die kriegen alle einen, ich nicht. Weißt du, wenn meine Mama das macht, dass sie dir keinen kauft? Hat sie dir das nie gesagt? Doch. Ich wette, das ist einer, der hat jetzt wahrscheinlich VGA 95er Wertung Gameboy zu Hause stehen, ja? Der hat sich nach 40 Jahren, hat er sich einfach mal gegönnt, hat er gesagt, ist mir scheißegal, ich will das jetzt haben, ja? Ich will es jetzt haben, damals durfte ich keinen haben, jetzt gönne ich mir. Mutti kann mir nichts mehr sagen. Der Gameboy kostet 100 und das Spiel kostet dann nochmal 60 Mark. Mir geht's genauso, eben Roy, siehst du? Ich kann damit spielen, aber die lassen mich ja nicht mit. Die lassen mich auch mal nicht. Der Aki spielt schon ganz lange damit. Von der Gerd-Kugli. Ja. Ich kann das so schnell. So ein Gameboy ist klein und die Dinge, die darin passieren, sind für Erwachsene undurchschaubar. Kinder kriegen davon nie genug. Also schon mit begrenzter Zeit, weil so lange kann ich auch nicht, weil sonst bekomme ich Kopfschmerzen. Aber ich die Batterien so halten auch nicht so lange. Aber wenn ich merke, aha, jetzt gibt es einen Punkt, dann setze ich mich halt an den Computer und dann, wenn mir da die, dann kriege ich wieder ein Gameboy. So geil, so geil. Manchmal gehen die Ausflüge in die Welt von Pokémon so richtig schief. Der 10-jährige Brian wollte unbedingt Pokémon-Spielsachen haben. Sein Vater weigerte sich, ihm zusätzliches Geld für sein neues Hobby zu geben, aber Brians Taschengeld reichte nicht. Papa habe ich mal gefragt, er hat dann immer Nein gesagt. So, und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, wenn der Alte mir das nicht erlaubt. Entschuldigung. Wenn der Alte mir das nicht erlaubt, hat er jetzt gesagt. Hat er noch Entschuldigung gesagt? Moment. Papa habe ich mal gefragt, er hat dann immer Nein gesagt. So, und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, wenn der Alte mir das nicht erlaubt, Entschuldigung, dann nehme ich mir einfach Geld. Und da, wo Papa dann immer geschlafen hat, dann habe ich mir das Portemonnaie immer heimlich mit rübergenommen. Oh Mann, der Alte. So zu viel. Aber Hand aufs Herz. Ich habe auch schon Geld aus dem Portemonnaie von den Eltern rausgenommen, weil ich mir irgendwelche Süßigkeiten oder so kaufen wollte. Oder ich weiß noch, bei
Lego Bionics gab es ja mal. Und da gab es so eine Kollektion, die kam, glaube ich, monatlich raus oder alle 2 Wochen kam so eine Kollektion raus von diesen Lego Bionics. Oder ich wollte einfach alle haben, ja. Und dann habe ich mir, glaube ich, 1, 2 gekauft mit dem Taschengeld und da waren irgendwie nur noch 2 verfügbar. Und die haben, glaube ich, irgendwie 99 oder so gekostet und ich habe dann auch 20 Franken geklaut. Und das war eine Riesensumme, ja. Und ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gemacht. Das gehört, glaube ich, auch zur Lebenserfahrung, so einmal geklaut haben. Und dann habe ich immer da Geld rausgenommen. Weißt du noch, wie viel das war? Über 100 Mark. Boah. Das ist Der schon Vater viel. Der Vater bekam die Klauerei raus. Es gab ziemlichen Krach. Brian beschloss, Schluss mit Pokémon. Sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme tilgte er alle Spuren seiner Pokémon-Sucht. Von sich aus? Holy shit! Selbsterkenntnis hoch 40 hier, ja? Der hat selbst realisiert, hey, scheiße, durch dieses Spiel habe ich meine Eltern beklaut. Da läuft was falsch. Und da hast du auch deine Pokémons alle reingeschmissen? Ja. Wie war denn das? Eigentlich ein schönes Gefühl, dass man die Sachen endlich los ist. Das Angebot von diesem Pokémon, es wurde ja immer größer. Und natürlich, wer dann ein richtiger Fan von ist, ganz klar, der versucht dann alles Mögliche zu haben. Und schon aus dem Grund, damit er in der Schule mitreden konnte. Ne? Er sagt zwar nein, aber ich weiß es von seinen Klassenkameraden, dass es so war, ne? Dass er eben mitreden konnte. Was man ja auch irgendwo verstehen kann. Und weil Brian so schön brav auf seine Pokémon-Sachen verzichtet, verspricht sein Vater im Gegenzug, sich mehr um seinen Sohn zu kümmern. Auch schön. Das wird auch nötig sein, denn für Brian ist die Zeit nach Pokémon weitaus schwerer, als sein Vater denkt. Ah, gut, nochmals. 12 Kinder habe ich schon verloren, nur weil die sich der Meinung waren, na okay, wenn du kein Pokémon mehr magst, dann sind wir auch nicht mehr deine Freunde. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich kann mir ja noch andere Freunde suchen, weil ich muss ja schon bei den Pokémon-Fan sein. So wie heute, da hat Björn Figuren davon mitgebracht. Und dann haben die meisten aus meiner Klasse damit gespielt und nur ein paar Mädchen von uns haben dann mit mir Fangen gespielt. Ja, wahrscheinlich Wuli. Kann auch gut sein. Weil man das vorhin schon eh nicht gemacht hat, ja. Holy Leute, schaut euch bitte diese Einrichtung an. Auf so einem kleinen, das ist das, was ich jedes Mal sage, wenn wir Retro spielen. Auf so einem kleinen Fernseher hast du zu viert gezockt. Das ist so krass. Das ist so, so, so krass. Seit einem Jahr ist jeden Nachmittag Pokémon-Zeit. Aki hat bisher keine Folge verpasst. Und seit neuestem guckt auch seine Freundin Lilly regelmäßig zu. Voll hypnotisiert, ja. Aber... Hattet ihr das auch? Teilweise liefen mega coole Zeichentricksendungen und du musstest zur Schule gehen. Und das war immer so mega ein Anschiss, ja. Du hast immer so bis zur letzten Sekunde noch die Sendung geschaut, Rucksack schon ready und dann so, okay, ist fertig und weg. Das war so heftig. Ich guck eigentlich immer zu, aber kenn ich schon. Wieso kennst du dich schon? Ich hab schon alle Folgen gesehen. Und ist jetzt Wiederholung, oder wie? Ja. Alex, danke für den Host. Aber Lilly, du hast sie noch nicht gesehen, ne? Und sind sie spannend? Ein bisschen. Ein bisschen sogar. Unser Rettern hat sich weiterentwickelt zu Arbok. Smogmog, los, Smogmog. Terja? Auf den Infopanels findest du Discord, E-Mail und so weiter. Und das immer wieder lese, dann kenne ich sie auch auswendig. Ja. Wahrscheinlich habe ich. Schau gleich Google. Wahrscheinlich kann ich das mir alles merken, weil immer, wenn ich eine Folge geguckt habe, früher, habe ich etwa ein paar Pokémon dazugelernt. Und dann habe ich wahrscheinlich so viel gesehen, dass ich langsam 150 Arten gesehen habe. Ich verhalte mich auch manchmal wie ein Pokémon. Und dann versuche ich mich wie Noxan zu verhalten, weil das boxt den Gegner dann schnell im richtigen Moment erst springt. Gewalt! Und alle sagen, GTA ist schlimm, schaut hier! Der verwandelt sich in Pokémon auf der Straße und boxt Kinder. Vom Angriff weg und dann schlägt es zu. Aber wie? Dann... Jetzt kommt mir vor wie eine Folge aus Monty Python.
In den japanischen Kinos läuft bereits der vierte Film mit den kleinen Monstern. Beim ersten Film waren auch mega, alle mega gehypt. Heute kommen sie in 2 Stunden wieder, der Pokémon-Film ist aus. Ich glaube, in Japan laufen heute noch Pokémon-Filme. Wo wir in Japan waren, vor 2 Jahren im September, lief da irgendwie auch ein Pokémon-Film und glaube ich sogar noch ein Dragon Ball-Film. Wo ich mir so dachte, holy shit, wie viele Teile gibt's mittlerweile? Irgendwie 16, 17? War immer ein kleiner Teufel. Ja, die wahrscheinlich auch, Zino. Die schauen jetzt nur so brav aus. Hat lange gebraucht. Ja, bei mir uns auch, aber nur in seltenen Kinos. Okay. Der Mann am Megafon. Die Pokémon-Welle dauert in Japan nun schon über 5 Jahre an. Der große Erfolg war möglich, weil die Monster nicht nur im Gameboy leben, meinen seine Erfinder. Nee, Wulli, nur weil Google geschrieben hat. Sonst schaue ich eigentlich nie drauf. Oder selten. Gameboy, sie spielen mit den Karten. Es gibt die Kinofilme, die Fernsehserie sowie zahllose Spielfiguren. Das ist das erste Mal, dass es so eine komplette Welt für Kinder gibt. Die bisherigen Spiele haben sich nur auf ein Element beschränkt. Beispielsweise auf den Gameboy oder eben nur auf das Kartenspiel. Aber gerade das Zusammenwirken aller medialen Elemente hat erst den ganz, ganz großen Erfolg von Pokémon ermöglicht. Gab's nie ein Pokémon-Spiel, wo man seine Karten scannen konnte und dann hatte man die Pokémons, die man auf der Karte hatte, dann im Spiel? Weil das wäre halt auch ein mega geiles Konzept gewesen, weil dann hast du das Spiel und du musst quasi die Karten kaufen, damit du die dann im Spiel drin hast, mit so einem QR-Code oder damals halt mit dem Scan, so wie dieses iToy oder sowas. Das wäre halt auch mal was gewesen. Wäre natürlich jeder auf dem Pausenplatz hier, nimm meine. Aber trotzdem, ich glaube schon, dass das nochmals ein bisschen ankurbeln würde. Sind weitem bessere Verkaufsschlager wie solch komische... Ich fühle das, obwohl ich mit Pokémon nichts am Hut hatte. Ich fühle das irgendwie. Der Schülerhort, in den Pablo geht, ist Gameboy frei. Heute steht ein Gibson auf dem Programm. Die Kinder wundern sich, dass Pablo mitspielt. Eigentlich findet er, ein Gibson sei Babykram. Jetzt, ja, gut. Ja, genau, du hast gesagt, es wäre Baby. Man kann ja seine Meinung ändern, ne? Pokémon zu spielen, finde ich, ist spannender. Du, macht mir mehr Spaß. Alles kaputt gemacht, dieses Pokémon-Spiel. Wurde wieder abgeschafft. Weil es irgendwie super viele Streitereien und ich habe Sticks, glaube ich, nie wirklich gezockt, Sephorax. Die dann abgeben sollten und dann keine Lust hatten, weil sie eben mit einem Spielen sind und die keinen hatten, irgendwie, die saßen da daneben und haben gedrängelt und genervt, irgendwie, dass sie jetzt auch mal spielen wollen. Und dann gab es, also, glaube ich, große Streite und deswegen wurde dann wieder abgeschafft. Ich spiele halt total gerne Gameboy und auch, weil es mir so auch Spaß macht. Pokémon zu spielen, wünsche ich mir. Furby, oder wie hießen die Dinger hier? Die hier Gameboy spielen können. Wenn waren das die Furbies? Ja, oder? Oder einmal in 2 Wochen. Aber meinst du nicht eigentlich, dass es genug ist, wenn du Gameboy spielst, wenn du zu Hause bist, wenn du alleine bist, wenn keine anderen Kinder da sind, mit denen du spielen kannst? Also Furby. Ich meine, hast du doch immer noch genug Zeit. Ja, aber weil ich gerade hier nicht so viele Freunde habe, ist es ab und zu ganz praktisch, wenn ich mein Gameboy, weil dann habe ich auch eine Beschäftigung. Auf voll die Argumente, weil ich hier nicht so viele Freunde habe, hätte ich mit dem Gameboy wenigstens eine Beschäftigung, anstatt sich Freunde zu suchen, ja? Okay. Oh, Pizza wäre jetzt auch nice. Vielleicht bestelle ich mir nachher eine. So wechseln wir uns immer ab. Ich bringe dich zu einem Trainer und du kämpfst mit ihm. Na? Ja, aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr jetzt mal essen würdet. Ich kann die Mutter verstehen, ne? Die wollen die einfach in Ruhe essen, der labert 24/7 von Pokémons, ja. Das ist nämlich dieser Kleine, der schon die ganze Zeit über Pokémons labert. Aber auch geil, ich bring dich zum Trainer und du kämpfst dann nachher, okay. Weil er wahrscheinlich genau weiß, dass der Kampf einfach nicht so lange dauert im Vergleich zum Weg dahin. Oh Mann. Ja, machen wir gleich. Außerdem habe ich schon genug Musst du nicht zu Ende essen, Aki? Verstehst du? Denk mal, Platz wechseln weg von der Mutter. Wenn er das da hat, kann man vergessen. So geil.
Aki, aber weißt du wirklich, es gibt gleich nicht noch irgendwas anderes. Das musst du dir jetzt nicht einbilden, ne? Wenn du jetzt damit spielen willst, dann spielst du damit, aber dann gibt's erst das nächste Essen beim Abendessen. Das ist auf dem Scheiß egal. Ja. Ich will ja schließlich noch heute Abend. Nicht nur heute Abend was essen. Da kriege ich um 2 wieder Hunger. Ja, da steht kein Joghurt. Mhm. Und ich habe nichts zu essen. Oha, das überrascht mich jetzt. Also dann hat sie wirklich. Okay. Dann kennt die Mutter ihren Kleinen wirklich in- und auswendig, ja? Die wusste ganz genau, mit Essen kriege ich ihn. Pff, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, weg damit. Bravo. Jetzt ist dein Pokémon-Trainer auf. So pfeift. Ja. Oha, mega gut. Ich kann das nicht. Diese Musik. War das diese Lupe, damit man den Bildschirm größer sieht? Das war doch diese Lupe, oder? Pablo ist dem Schülerhort entwischt. Ab mit Freund Justus in ihr Versteck. Ich kann mich doch selber festhalten. So geil. So viel Pokémon wie möglich fangen und versuchen sie sich alle zu schnappen. Das steht ja fast auf jeder Packungsbeilage von Pokémon. Also, der Reporter fragt ihn, worum geht's? Er steht doch auf der Packungsbeilage. Kannst du nicht lesen oder was ist bei dir los? Schnapp sie ja alle. Und dich haben sie auch schon geschnappt? Die haben mich geschnappt. So geil. Die Gameboy-Produktion läuft auf Hochtouren. Über 150.000 Chips der verschiedenen Editionen werden in dieser Fabrik bei Frankfurt Tag für Tag verpackt und in ganz Europa verschickt. Weil die Nachfrage viel größer als erwartet ist, kommen die Computerteile per Flieger aus Fernost. Der Erfolg ist groß und soll noch viel größer werden. Ja, das mit dem Licht weiß ich, dass es damals nicht gab. Ich hatte den Original Gameboy und ich weiß noch, wo ich im Auto spielen wollte und es dunkel wurde, hast du den Gameboy immer so an die Scheibe gedreht und gehofft, dass irgendwie so eine Straßenlaterne kommt, ja, damit du so ein bisschen wieder was besser siehst. Schöne Erinnerungen. Wir werden im August ein neues Produkt für den Gameboy rausbringen. Das ist eine Flipper-Simulation, die nennt sich Moment, da heißt Axel Herr? Das bedeutet, das ist Herr, oder wie? Er hat das wahrscheinlich 1000-mal gehört damals. Der Erfolg Herr ist groß und soll noch viel größer werden. Wir werden im August ein neues Produkt für den Gameboy rausbringen. Das ist eine Flipper-Simulation, die nennt sich Pokémon Pinball. Klassische Spielzeuge wie hier, der Plüsch. Hey, ich sehe hier nur Geld. Ich sehe hier nur Ding, 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 Ding. Heutzutage wäre hier einfach nur alles Kohle, ja? Also, schon damals war das einfach eine Geldpressmaschine. Aber holy shit, schon diese Gameboy-Version, die er da hochhält und alles. Oder zum Beispiel unsere Sammelfiguren für 19 Mark. Dann haben wir noch eine weitere Produktneuheit, die bringen wir zu Weihnachten. Das ist das Trading Card Spiel. Die Trading Cards wissen Sie, sind ja auch sehr, sehr beliebt. Klassische Brettspiele, wie zum Beispiel Monopoly Pokémon, 90 Mark im Handel. Oder Elektronikspielzeuge, wie hier unser Pokédex Organizer für 70 Mark. Und eigentlich unser Knüller, den wir vorhaben, wo auch schon viele darauf gewartet haben, ist eigentlich unsere neue Konsole. Da haben wir also auch den Pokémon-Charakter draufgebracht. Ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Produkt. Bis hin zu Schultaschen, die beginnen bei 30 Mark, gehen bis Wahnsinn. Zu 100 Mark. Und sogar Kostüme von Pikachu, die ca. 80 Mark im Handel kosten. Und passend dazu gibt es dann auch gleich eine weitere Neuauflage für dieses System. Das ist das Produkt Pokémon Snap. Das ist so eine Art virtuelle Fotosafari, wo Kinder quasi durch ein Fantasie-Park. Ja, das habe ich auch noch gespielt. Also, nicht bei mir. Und damit alle diese schönen neuen Spiele auch sicher ins Kaufhaus gelangen, werden sie bei Nintendo neutral verpackt. Unsere Ware ist extrem diebstahlgefährdet. Die können Sie im Grunde an jeder Straßenecke absetzen. Und im Zuge dessen stretchen wir also insbesondere für manche Destinationen die Ware schwarz schon ein krass, und ja. Vermerken auch den Absender nur verschlüsselt. Wenn Sie sich einen kompletten Zug unter den Nagel reißen können, dann haben Sie für die nächste Zeit erstmal ausgesorgt. Und das damals schon, ja?
Übrigens, in Japan schaut es heute noch so aus. Also wenn, jetzt, wenn ihr jetzt sagt, hey, mega nice, wie das damals aussah, in Japan sieht es heutzutage sogar noch so aus, ja? Ja, zwei haben wir schon mal. Aber und Dratini. Papa? Holy. Die kosten auch 24,95 Mark, also fast 25 Mark. Ja, hättest du ihm diese 25 Mark gegeben und hätte er heute 40.000 draus gemacht. Oh. Viel zu teuer. Eigentlich hat Mama mir die ganzen Karten gekauft. Ich glaube, wenn mein Kleiner, wenn ich mal ein Kind habe und der sagt, kaufst du mir Karten, sage ich, okay, ich kauf doppelt. Ich tue eins weg und mit einem darfst du spielen. Wie geht mir sowas? Ja, aber ich nicht. Natürlich nicht. Nee. Ich finde, du hast schon reichlich viele davon. Die können auch nicht genug haben, die Kids, ja, Wahnsinn. Aber du hast doch schon reichlich viele davon. Ist aber voll geil. Ja. Bettelnde Kinderaugen, drängende Wünsche, hart bleiben ist schwer. Mit Kindern im Kaufhaus, spätestens seit Pokémon, für Eltern Albtraum, Geduldsprobe, Geisterhaft. Kann ich mir gut vorstellen. Oha, dieser Move. Kommen Sie, Sir, wir müssen. Wir kommen hier mal bitte. Unbezahlbar, dieser Blick. Oh Mann, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Noch kommen sie, glaube ich, raus aus der Welt. Aber ich denke, das ist ja... Also, was, womit fängt denn das an und womit hört es auf? Also, wenn ich 10 Jahre weiter denke, ich meine, dann werden es nicht mehr Pokémon sein. Was wird es dann sein? Ich habe den immer davon abgehalten, dieses Süßzeug sich ständig reinzuziehen. Ne? Kaum hat er das irgendwo gesehen auf irgendeiner Packung. Mama, Pokémon, Bisasam, Bisaflor, kauf das sofort, Schoko. Ey, sie kennt sogar die Pokémons. Dann habe ich einmal den Fehler gemacht, nicht Nein zu sagen und habe ihm das einmal gekauft. Seitdem, er verbindet es irgendwie, diesen Smell von Kellogg's, weiß ich nicht, Schokopops oder was auch immer das gerade ist, das schmeckt ihm gar nicht sonderlich, aber er verbindet das atmosphärisch mit Bisasam und Bisaflor. Das ist halt schon krass, ja, und da ist Nintendo echt schlau. Ja, etwa so, Dave. Ich kauf's dir, aber dann legen wir es weg zu Hause. Das ist schon heftig, ja. Du kaufst halt jeden Scheiß, einfach weil Pokémon drauf ist. Und es ist wirklich so. Ich hatte das bei Dragon Ball. In Portugal gab's so Dragon Ball Kaugummi und Dragon Ball Eis und keine Ahnung was. Also alles Mögliche, was mit Dragon Ball zu tun hat. Alles Dragon Ball geprintet, ja. Konntest irgendwie Brot beim Bäcker kaufen, war Son Goku draufgeklatscht. Und wir, also mich und meine Cousinen, wir wollten immer diese Dragon Ball Kaugummis, aber das waren die hässlichsten von allen, ja. Das waren immer so richtig billige Süßigkeiten, die geschmackslos sind, die einfach null Spaß gemacht haben. Oder zum Beispiel, es gab dieses Original Überraschungsei, das sind die besten, ja. Das Original Überraschungsei ist einfach das Beste. Und dann gab es aber dieses Dragon Ball Überraschungsei und die Schokolade, das war so eine richtig billige, hässliche Schokolade. Wir wollten immer das Dragon Ball Schokoei, wieso? Erstens war ein Dragon Ball Spielzeug drin und zweitens hat die Verpackung, ja, so blau mit Blitzen drauf und so Zeugs. Aber eben, geschmacklich absolute Katastrophe. Zieht er sich das rein, ne? Mit Hängen. Ist so, Dave. Das stinkt mir wirklich. Und das, Moment schnell, und das Heftige, es ist heute noch so. Wo ich in Japan war, habe ich mir auch so Dragon Ball Zeugs reingedonnert, wo einfach übelst hässlich war. Aber ich wollte einfach, oh geil, Dragon Ball, probieren wir mal, ja? Aber es war einfach scheiße hässlich. Plastik zum Kauen, wie du das sagst, Dave. Weit einem an allen Ecken und Enden entgegen, dieses Zeug. Mütter, ihr wisst nicht, was noch kommt. Zum Beispiel ein ganzes Pokémon-Kaufhaus, eine Mischung aus Hollywood und Disneyland. Vor der Tür kann man in die Fußstapfen der Helden treten. Dieser Anton kostet als Stofftier 560 Mark. Boah! Es war ja gar kein Anton zu sehen, oder? Anton ist ja die Ente. In die Fußstapfen der Helden treten. Dieser Anton kostet als Stofftier 560 Mark. Ist es, das ist nicht Anton, oder?
Im Center materialisieren sich die virtuellen Pokémon zu Plüschtieren, Plastikfiguren, Haarspangen, Badetüchern, Bettwäsche oder Glücksautomaten. Zwei solche Kaufhäuser gibt es in Japan, doch schon bald sollen es noch viel mehr werden. Hält der Erfolg an, wird es sie bald in Amerika geben und dann auch bei uns. Die Pokémon Center sind ein wichtiger Teil unserer langfristigen Strategie. Die Pokémon sollen raus aus dem Gameboy und für die Kinder etwas Reales, etwas zum Anfassen werden. Die Kinder können mit ihren Eltern ins Center kommen. Dort bekommen sie alle Fragen beantwortet und alle Artikel, die sie sich wünschen. So machen wir Pokémon zu einem festen Bestandteil der Kinderwelt. Diese Werbung, ey. Pablo langweilt. Und seine Freunde spielen ein neues Monsterspiel. Scheiße, schon nur diese Kabel da hinten. Jemine, hinten, das ist Poster, glaube ich, von. War das vom Film oder vom Spiel? War, glaube ich, vom Film da hinten. Aber hey, diese. Oh mein Gott, ey. Das sah, glaube ich, bei jedem ungefähr gleich aus, ja. Diesen Teppichboden da. Behauptet ist Pokémon an diesem Nachmittag total out. Das nervt Pablo. Die beiden anderen reden nur noch über Digimons, die sie bald kaufen wollen. Monsterkonkurrenz für Pokémon. Das ist eigentlich wirklich Kreuzung. Wenn einer zum Beispiel die Fähigkeit besitzt, heilen oder andere zu imitieren und die beiden kreuzt, dann hat das Kind beide Fähigkeiten in sich. Ich protestiere. Ich zum Beispiel kaufe es mir nicht. Ich habe davon die Schnauze voll. Kind beide Fähigkeiten in sich. Ich protestiere. Ich zum Beispiel kaufe es mir nicht. Ich habe davon die Schnauze voll. Also Pokémon finde ich gut, aber Digimon ist mir ein bisschen zu viel Geld für los. Pablo, Pokémon hast du doch auch gar nicht gekannt. Also, ja, ich habe es kennengelernt und ich mag Pokémon eigentlich ganz gerne und ich habe jetzt total viel davon gekauft und ich kann ja jetzt mit Digimon anfangen, wenn ich alle Editionen von Pokémon. Ich meine, man kann ja nicht Digimon gegen Pokémon tauschen. Pablo in der Klemme. Im September Pablo in der Klemme. Monster auf den Markt. Für Pablos Freunde ist dann Schluss mit. Das war auch geil, dieser Gameboy-Aufsatz für den SNES. Pablo in der Klemme. Im September kommen die Konkurrenzmonster auf den Markt. Für Pablos Freunde ist dann Schluss mit Pokémon. Und Pablo hat die Wahl, mitmachen oder alleine spielen. Erst fand ich das doof, weil die nur immer gekämpft haben, gekämpft, gekämpft. Aber die Hersteller wussten eben nicht, was sie anderes machen sollten bei Pokémon. Jeder ist ja manchmal brutal. Und was ist daran sinnvoll, wenn man in den Pokémon-Liga kommt? Ha, da muss... Dann hört, wenn man auf jeden Fall nicht da reinkommt, dann hört das nie auf. Das Kämpfen. Und wenn man jetzt gar nicht damit anfängt? Dann ist es ganz egal. Dann mag man es eben nicht. Ja, Digimon kommt ja erst noch, hieß es. Oh Mann, das war nice. Das war nice. Also wenn ihr so ein ähnliches Video habt von irgendetwas anderem, es kann auch ein Spiel sein, Super Mario oder so, so eine deutsche Reportage, den Rest haben wir jetzt alles schon gesehen. Ich feiere so Zeugs extrem, ja. Keine Ahnung. Das war jetzt mega nice. Ja, Digimon fand ich jetzt auch nie, keine Ahnung, war auch nicht so meins. Gut, ich fand Pokémon schon nicht so cool, Digimon dann auch nicht. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Digimon irgendwie Pokémon abgesetzt hat oder ähnliches. Hatte ich jetzt nie das Gefühl, ja. Aber lustig war's. Lustige Reportagen. Wenn ich mehr finden sollte, schaue ich mir natürlich auch gerne mehr mit euch an.